Hallo zusammen, hier ist wieder euch Land, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich auf einem Twink und zwar, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, auf was für einem Server ich jetzt bin, Arch and Dawn und hier hatte ich gerade den Mega-Schnapper des Jahrtausends gemacht. Und den will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ich habe das Item direkt gekauft, weil es so günstig drin war, dass ich da jetzt keine Zeit verlieren wollte. Ich habe Schuhe gekauft. Und zwar, wie ihr seht, ein removedes Item für 5000 Gold. Und das sind blutrünstige Würmbalkstiefel. Den holen wir jetzt mal raus. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die lernen kann. Ah ja, okay, also das hat schon mal funktioniert mit dem Lernen. Auch wenn das vom Level höher ist. Und die können wir jetzt gleich mal aus meiner Liste rauskegeln. Und zwar, ich schau mal, ob ich sie hier drin habe. Ich habe noch die anderen abgespeichert. Ich habe vorher auch noch mal was gekauft für die letzte Folge. Also ich habe gerade noch mal direkt nach der letzten Folge durchgescannt. Und die Dinger hier gesehen. Okay, die scheinen nicht in meiner Liste mit drin zu sein. Also die habe ich anscheinend auch gar nicht auf dem Schirm. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Können wir leider zwar nichts austragen, aber wir können sie zumindest hier eintragen, also 5k. Und dann kann ich es euch auch gern nochmal im WoW Thing zeigen. Und zwar, da seht ihr es, gerade nochmal einen Scan gemacht und die beiden Items, die waren davor auch schon drin. Ne? Die sind relativ teuer für 5 Millionen und quasi einmal für fast ein Cap. Ne? Und hier Arch and Dawn. 5000 Gold, mega Schnapper. Muss man ab und an mal scannen, dann kriegt man quasi so die Items. Juti, mal gucken, ob ich die Tage noch ein paar mehr so tolle, günstige Sachen schießen kann. Da sehen wir uns dann, denke ich mal, wieder. So, Dulla, als nächstes sind wir einmal auf Agara unterwegs. Und da müsste jetzt noch ein Item drin sein. Schauen wir mal. Abgenutzter Umhang. Genau, der hier. Für 55.000, den kaufen wir uns jetzt mal schnell. Und das ist jetzt auch ein removedes Item, das ich jetzt die letzten Tage schon ein bisschen beobachtet habe. Das war jetzt hier immer für 600.000 drin. Und ich dachte mir, nee, ich kaufe es mir nicht, ich warte jetzt mal noch ein bisschen. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich es jetzt quasi für einen Bruchteil gekriegt habe. So, angelegt haben wir es, gelernt ist es auch. Ich habe jetzt bloß hier den Sound gerade nicht an. Und jetzt können wir es noch einmal aus meiner Liste rauskegeln. Achso, da habe ich jetzt noch hier was anderes drin. Schmeißen wir jetzt mal kurz raus. Ich war eben noch im oder bin aktuell gerade noch im Mausoleum unterwegs und fahre ein bisschen Temok. Hatte das jetzt aber nebenbei beim Checken gesehen und dachte mir, komm, das müssen wir jetzt mal schnell noch holen. So, das kegeln wir raus. Und hier tragen wir es ein. 5.000. Ja, das war jetzt schon ein Schnapper. Kann ich nichts sagen. Wunderbar. So, als nächstes haben wir noch ein bisschen anderes Item. Und zwar habe ich mir eben ein Item in einem Temok-Run gekauft. Einmal hier einen Umhang. Und zwar ist der aus dem Sanktum der Herrschaft im Mythisch-Modus vom Wächter der Ersten. Und den hatte ich jetzt eben für 10k einem anderen Spieler quasi abgekauft, der den gewonnen hat. Schlichtweg deswegen, weil Umhang halt immer kacke ist. Ihr habt es gerade jetzt hier vielleicht im Loot. Warte, ich kann es nochmal kurz aufmachen. Den können halt alle rollen, ne? Und, ja, da ist dann immer ein bisschen schwierig. Obwohl, warte mal, der Umhang war es. Seht ihr, wie viele Leute darauf gerollt haben? Und das war jetzt der letzte Umhang, der mir quasi da gefehlt hat. Aktuell brauche ich jetzt hier nur noch quasi drei Items und dachte ich mir, komm, den versuchst du lieber abzukaufen, als dann nochmal 20 Mal da reinzulaufen. Ich würde sagen, den tragen wir jetzt auch in meine Liste mit ein. Wo haben wir es hier? 10k für den Umhang. Dann machen wir mal. So, dass ich da ein bisschen Überblick habe. So, Dala, als nächstes sind wir jetzt noch auf Ragnaros unterwegs. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich hier diesen Umhang kaufe. Das ist nämlich der letzte von den drei grauen. Einen hatten wir ja in der letzten Folge gekauft, einen hatten wir ja vorher relativ günstig gekriegt. Und ja, das sind jetzt über 400k, gebe ich eigentlich ungern für den Temok aus. Aber dann haben wir das letzte graue Item weg und ja, die Flinte hier für 5 Millionen, die kaufen wir nicht. Aber zumindest den einen Umhang hier noch. Und zwar haben wir jetzt verformter Umhang einmal. Das können wir jetzt gleich mal anlegen. Und dann hätte ich gesagt,
Schmeißen wir den raus. Das waren jetzt 435.000 Gold. Nicht das teuerste T-Mark, was ich bis jetzt gekauft habe, aber auf jeden Fall mit dabei, ne? Bei den ganz teuren. Also, verformter Umhang, das ist jetzt auch ganz oben der. Da waren ja insgesamt noch drei graue offen. Die haben wir jetzt auch weg. Warte mal, können wir jetzt die Zeile eigentlich auch noch löschen? So, das sieht doch jetzt noch was aus, ne? Hier unten sind es jetzt insgesamt noch 50 removed Items. Alle sind natürlich nicht im Auktionshaus. Wir können jetzt mal gucken, aktuell sind jetzt die paar Dinger drin, ne? Also das habt ihr jetzt gerade gesehen, das habe ich mir gekauft. Die Fiole war auch noch auf Ragnaros und dann sind es halt noch ein paar andere Items. Also insgesamt 6 Stück minus dem Umhang sind es halt aktuell 5. Aber wie gesagt, das variiert halt immer noch ein bisschen. Achso, wir müssen es noch in den Ausgaben, muss ich es natürlich auch noch mit reinpacken. Also 435 Millionen waren das. Und dann sind wir jetzt quasi damit schon bei der Hälfte, also bei 505.000. Gut, mal gucken, was wir noch so finden. So, als nächstes bin ich jetzt auf meinem Main und da habe ich eben nochmal einen Handel getätigt. Und zwar habe ich hier ein removedes Item mir geholt, blutige Würmbalg-Brustplatte. Und hier unten seht ihr, was ich quasi gezahlt habe fürs Handeln, und zwar 380.000 Gold. Ist eine ganze Stange. Das war wieder eine Geschichte, wo ich ein paar Mails geschrieben habe. Also ich habe hier in-game, ne, verschiedenste Leute angeschrieben und die war jetzt hier drin. Ich glaube, letztens war die noch für 2,5 drin, jetzt hat das aktuell für 1,4 oder vorhin für 1,4 drin gehabt. Und ja, hat sich auf jeden Fall wieder rentiert, Post zu schreiben, das Ding ein bisschen günstiger bekommen, als es denn im Auktionshaus gewesen ist. Genau, dann würde ich sagen, lernen wir das einmal und tragen das aus meiner Liste ein, beziehungsweise aus, ne? Also hier tragen wir es ein, 380.000 und hier kegeln wir das Ding hier einmal raus, Zeile löschen. Dann haben wir jetzt noch 49. Ja, so langsam wird's doch. So langsam wird's doch. Ah, als nächstes sind wir jetzt auf Archimund unterwegs. Und zwar ist es ein französischer Server. Und dort habe ich jetzt einmal eine Taille gefunden. Das heißt hier blutiger Ledergürtel. Und der kostet, naja, 449.000. Ich habe jetzt überlegt, ob ich wieder quasi eine Brieffreundschaft anfange und das den anschreibe und hin und her, aber ich denke mir, komm, scheiß drauf, wir kaufen das Ding jetzt einfach, dann ist weg von der Liste. Und ja, aktuell haben wir ja eh immer so viel und dann können wir auch mal ein bisschen mehr ausgeben. Juti, das lernen wir gleich mal. Und dann können wir das auch einmal in meine Liste aufnehmen. Wo haben wir sie? Hier. 450. Und dann sind wir jetzt bei einem Endbetrag von 1.335.000 Gold. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir hier noch kurz rein, ob ich die auch da dabei hatte. Jawollo, die können wir hier einmal rauskegeln. Und dann sind jetzt unterm Strich noch 48 Items offen. Die sind natürlich nicht alle im Auktionshaus aktuell. Also, aber zumindest theoretisch wären diese Items offen. Ich kann euch jetzt aktuell mal zeigen, was drin ist. Es sind 6 Items drin, minus die das eine Item, was ich jetzt gerade gekauft hätte. Gut, dann sind wir damit auch soweit durch mit der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.